So, schauen wir, ob wir live gehen. What's going on right now? Grüßt euch, hier ist der Olli, ein wenig mit Verspätung. Aber trotzdem haben wir es geschafft zum Ende der Welt. Nach Montag. Die Katharina ist da, super. Memory Hotel, bin vorbeigefahren. Warten wir noch einen kleinen Moment, bis ich noch ein paar mehr einschalten und ich spring schon mal ins Bild. Oh, jetzt ist die Frage, ne? Was ist schöner? Ist mein Rücken schöner? Ein schöner Rücken kann auch entzücken. Oder der Leuchtturm? Oder bin ich der Schönste? Liebe Leute, grüßt euch. Hier ist der Olli von Holiday Tours. Heute ist immer ein Montag und wir haben gerade einen Schreck bekommen. Denn zum einen gab es einen Mega-Unfall auf dem Montauk Highway. Zum anderen, und jetzt kann ich noch keine Kommentare lesen, aber gleich, zum anderen gibt es hier in Montauk keine Cellphone-Verbindung. Und nachdem es keine Cellphone-Verbindung gibt, sind wir gerade noch mit Stadtführung New York gerade live am Telefon. Und jetzt da kommt Stefan und kommt Klaus. Lassen Stefan dran. Hast du noch dran? Nee, Hat er aufgehängt? Klaus, ja. Grüß dich. Servus, Olli. Puh, wir haben es geschafft, keine Cellphone-Verbindung. Was hat der Stefan gesagt? Der Stefan hat gesagt, man sieht dich gut. Ja, wird man mich hoffentlich auch gut sehen. Gut, einmal kurz die Brille runter. Grüßt euch, ich bin der Olli von Holiday Tours. Euer bestbewährter deutschsprachiger Guide in New York City. Ohne euch, ohne Touristen, bin ich ein Papa, bin ich der Freund vom Klaus. Ne? Seine Frau ist nicht die Claudia. Nein, das ist die Marco, die grüßen wir, die Catherine grüßen wir, alle, die zuschauen, grüßen wir. Und jetzt machen wir einen tollen Spaziergang rüber zum Lighthouse und dann schauen wir mal, ob wir es hinkriegen, dass wir euch im Auto mit nach Montauk nehmen. Jetzt darf der Klaus noch kurz Hallo sagen, das ist ja mal Schwabe, ne? Ja, das ist richtig. Und der Klaus darf zum ersten Mal heute wieder mit oder kann mit seit einigen Wochen, die der Olli sehr vermisst hat. Hat dann immer hinterher zugeschaut, war immer interessant. Nämlich auch ich ab und zu oder meistens. In jedem Film und in jedem Beitrag was Neues gelernt. Was also ganz einfach das bedeutet, dass wenn ich was Neues lerne, lernt ihr viel Neues. Okay? Ja, da schau an. Super, Klaus, dann nehmen wir das Ding in die Hand. Ne? Du nimmst meine Kamera. Dann schauen wir mal, wer sich mittlerweile alles eingeschaltet hat. Und 29 sind dabei. Super, hoffen wir mal, dass noch ein paar mehr werden. So, liebe Leute, zuerst kriegt ihr ein bisschen einen Blick auf eine Insel. Die Insel ist weit, weit weg. Da draußen ist sie. Der eine oder andere sieht sie vielleicht. Und zwar nennt sich diese Insel, wer weiß es, Block Island. Und nach Block Island, da fährt eine Fähre. Und da werden wir mal schauen, dass wir uns mal hier reinzoomen. Seht ihr sie hinter dem Schiff? Da ist ein zweites Schiff. Und dahinter ist eine Insel, das ist Block Island, da gibt es eine Serie und bei der Serie, da gehen sie da raus nach Block Island. Manchmal hat man hier sogar Glück und sieht Buckelwale. Ja, wir lassen uns überraschen von dem, was wir heute sehen. Jetzt werden wir erstmal wieder ein bisschen hier rauszoomen. So, da sind wir und dann zeigen wir euch, was man hier alles machen kann. Klaus, was ist das hier? Das sieht aus wie ein Fernrohr, Olli, wo man einen Quader dazu braucht, den man reinschmeißen muss, dass man was sieht. Aber und ich denke, dass man heute auch ohne Fernrohr sehr gut sieht. Also ohne Fernrohr, wie gesagt, Block Island da drüben, gell? Ja, und auf der anderen sieht man an. Ja, und dann in die andere Richtung und gleich kommt da der Leuchtturm. Da haben wir den Beginn von dem Long Island Sound, dem Fjord. Und hier haben wir nochmal einen kleinen Überblick. Da steht das alles nochmal drauf. Da haben wir zum einen steht hier Atlantic Ocean. Dann haben wir da drauf stehen North Block und South East Light. So schaut's aus. Das ist Block Island. Da gibt's eine Serie, da sind sie da draußen. Und dann haben wir You Are Here. Da ist Montauk. Und dann haben wir da drüben direkt neben dem E6. Kennst du E6? E6? Nee, wo ist das? 6 kennen wir schon, oder? Oh, E6. Oh, E6, da ist Essex. Okay. Und da haben wir New London, ein bisschen weiter im Norden von New London. Da fährt die Fähre rüber zum Orient Point. It's a nice ferry ride from New London for the English-speaking ones that are watching. New London, Connecticut, over to Orient Point. And it's quite worth it.
ein bisschen weiter hoch, da ist noch was Tolles, da habt ihr Mystik. Warst du schon mal in Mystik? Ja, ich war schon mal in Mystik im Seaport in einem Aquarium. Also das ist ein ganz toller Seaport, da ist es richtig mystisch. Dann kann man weiter hochfahren an dem Watch Hill. Watch Hill ist auch ein alter Sommerort, da hat mich die Marke mal hingeschleift in so ein altes Hotel. Ja. Das war fast dann auseinanderfallen, aber so, war sowas von überfüllt mit Leuten, war also unheimlich. 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 Also die Marco war nicht unheimlich, sondern... Die vielen Leute dort waren mir unheimlich. Die vielen Leute. Und dann gehen wir ein bisschen weiter hoch. Da oben haben wir dann Castle Hill und da sind wir schon in Newport. Newport, Rhode Island, auf jeden Fall zu empfehlen. Auch der Castle Hill, da gibt es ein altes, eine Militäranlage. Dann gibt es in Newport ein tolles Tennismuseum, die Tennis Hall of Fame. Es gibt ein tolles Automuseum, es gibt eine tolle Seashore. Und ja, da kann man tolle Zeit verbringen, auf jeden Fall machen. Und dann geht es weiter in den Norden, da schauen wir jetzt oben drüber. Und dann wären wir auf Cape Cod. Und Cape Cod ist eine geile Ecke, oder? Das ist wunderschön da oben, sehr flach. Genau, und das gleiche Wasser wie hier. Und auf Cape Cod, da gibt es weiße Haie, hast du das gewusst? Da habe ich schon davon gehört, gesehen habe ich noch keinen. Ja, also da gibt es so ein paar Dokumentarfilme und da zeigt es wirklich, wie die weißen Haie direkt in Cape Cod am Wasser entlang schwimmen. Und die Leute, die im Wasser sind, die sieht man dann, wie sie rumschwimmen, und der Hai kümmert sich eigentlich nicht. Es passiert ja weniger mit Haiattacken als mit Corona-Attacken, ne? Das ist ganz richtig. Ich habe gestern 5 Corona getrunken, habe Attacken gehabt. So, liebe Leute, hier haben wir noch ein kleines Café und dann machen wir uns rüber zum Lighthouse. Da sind wir weit, weit weg von New York City. Von New York City sind es ja so um die 180 Kilometer von New York City, gell? Mindestens, ja, mindestens. Und da haben wir einfach noch ein paar Informationen. New York State's Ocean and Great Lakes, da habt ihr den ganzen Staat New York. Und auf der Karte, Klaus, zeig mal kurz, wo jetzt Montag ist. Ganz da draußen. Genau, ganz da draußen. Und jetzt zeig uns noch, wo Buffalo liegt und die Niagara-Fälle. Ganz da oben. Genau, an der anderen Seite, die südliche Seite, da wo die zwei Flüsse sind, genau, nicht an dem Lake Ontario, sondern ein bisschen näher am Lake Erie. Und 12.500 Jahre hat es gedauert, dass sich die Niagara-Fälle von der einen Seite auf die andere fortbewegt haben. So lange war das? Ja, es ist ein Wahnsinn, ne? Das habe ich alles gelernt. Wo du dort warst. Wo ich dort war, genau, ja. Und da war ich unterwegs. Den Film findet ihr auch direkt in meinem YouTube-Kanal. Dann haben wir hier ein paar Schildkröten. Ich habe gestern eine gesehen, die war ein wenig flach. Ne? Das war so eine große, wie heißen die bei uns, die Alligator Turtles. Snapping oder Alligator Turtles, ja. Genau, Snapping oder Alligator Turtles, die gibt es hier nicht, sondern das ist die Atlantic Hospital, der Loggerhead, Atlantic or Camps Ridley, die Green Turtle, und dann haben wir die Leatherback. Und da gibt es unterschiedliche Plätze, wo die Schildkröten hier nisten. Und jetzt da machen wir uns aber zum Lighthouse. Und da gibt es einfach nur nochmal eine Karte. Denn das Lighthouse ist besonders, und der Klaus, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber der Klaus, der ist so ein wenig ein Lighthouse-Freund, oder? Mich interessiert es immer, in ein Lighthouse zu gehen. Jetzt, was wir hier sehen, ist, dass das gerade unter Restoration ist, also da wird dran gearbeitet, da hängt ein riesen Kran oder so ein Korbkran davor. Das ist genau das gleiche, wie sie bei mir vor ein paar Wochen ein paar Bäume weggemacht haben. Die waren auch so groß, da brauchten sie auch so einen Kran. Ja, deine Bäume waren halb so groß wie das Haus. Und was hat der Baum gekostet, um den runtermachen zu lassen? Drei Bäume für 4.400 Dollar. Also drei, habt ihr gehört? Drei Bäume, 4.500 Dollar? Ja. Wahnsinn. Cash. No tax. Ja, und warum hat der Klaus das nicht selber gemacht? Ja gut, weil sonst der Baum aufs Nachbarhaus fällt und der Nachbar sonst nicht super happy ist, ne? Deswegen hat er eine Firma bestellt. Preise hier in Amerika sind andere wie in Deutschland. Ihr wisst, heute, nachdem ich mit dem Klaus auf einem Rendezvous unterwegs bin, sind die Kinder in der Tagesstätte und wir sind bei 80 Dollar pro Kind am Tag. Dann haben wir heute einige Brücken dabei gehabt. Da kommen wir nochmal auf 20 Dollar. Mindestens. Dann kommen wir auf Sprit, gute 60, 70 Dollar. All das Geld haben wir heute investiert, um euch hier Montag das Lighthouse zu zeigen. Und wenn ihr euch dankbar zeigen wollt, dann könnt ihr uns gerne eine Spende geben
über www.buymeacoffee.com/holidaytours oder über den PayPal-Link, den bestimmt der Stefan reinstellt. Servus Claudia, servus Stefan. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne was reinschreiben, aber jetzt kommt erst einmal der Klaus mit Infos zum ältesten Lighthouse in Amerika, oder? Oh, bestimmt eines der ältesten, weil der zweite Kongress, in dem ein Herr beim Namen George Washington Mitglied war, hat den Bau am 12. April 1792 genehmigt. Hast du gesagt 1992? 1792. Weil der George Washington, den gab es 1992 nicht mehr. Da war er nur noch auf ein paar Münzen und auf ein Dollarbill. Der George Washington, also der erste Präsident, der erste amerikanische Präsident, erst General, dann Präsident. Da gibt es ja den Washington Square Park in Manhattan. Da sieht man ihn als General und dann sieht man ihn als Staatsmann, als Präsident. Ist eine ganz tolle Sache. Aber der war das, der damals eben auch in dem Kongress mit dabei war. Und wann wurde das Haus dann gebaut, das Lighthouse? Das Lighthouse wurde gebaut zwischen dem 7. Juni 1796 und dem 5. November 1796, was also meiner Meinung nach eine sehr kurze Bauzeit ist. Und dann wurde aus irgendeinem Grund, der nicht genau definiert ist, gewartet bis zum April 1797, bis es in Betrieb war. Und wow, Wahnsinn. Lighthouse in Betrieb. Genau, in dem Lighthouse, da kann man sich vergiften. Warum sage ich das? Na, weil da unten der Giftshop ist. Da gehen wir jetzt nicht rein. Also da unten gibt es einen kleinen Giftshop. Da kann man auch letztendlich eine Eintrittskarte kaufen, um reinzugehen. Wir machen uns auf einen kleinen Spaziergang für euch zu einem schönen Strand. Wenn ihr dann mal hierher kommt, dann wisst ihr den Spaziergang. Und dann geht er auch zum Strand. Zum anderen, wenn ihr wieder nach Amerika kommen dürft und mit mir eine Tour macht, dann bekommt ihr viele tolle Reisetipps. Von Klaus, was war das erste Mal, dass er auf Jones Beach war? Von Klaus, was war das erste Mal, dass er bei dem Robert Moses Park war und bei dem Lighthouse von Fire Island? All die Filme findet ihr. Und solche Sachen empfehle ich euch dann und sage euch auch genau, wie ihr durch die Hamptons fahrt, um die großen Hecken zu sehen. Du hast vorhin große Hecken gesehen, Klaus? Ich habe sehr viele große Hecken gesehen, sehr viele, sehr schön geschnitten. Hat mich also motiviert, mal meine Arborvitis genau anzugucken, ob ich das auch so schön gerade hinkriege. Wie ich da hochkomme, ist mir nicht ganz klar. Vielleicht brauche ich dann doch nochmal so einen Kran. Aber das sehen wir mal. Aber die Hecken waren also sehr eindrucksvoll, die wir bis jetzt gesehen haben. Und hinter den Hecken sieht man ab und zu mal ein Haus, das einfach auch meistens groß ist. Und meistens Zeder, mit Zederholz zumindest das Dach bedeckt und dann auch die Außenseiten. Also man sah sehr viele lange Einfahrten, wo man am Ende kein Haus gesehen hat. Also viel versteckt, viel exklusiv. Und ich glaube, wir haben es vorher schon mal erwähnt, ein kleines Auto haben wir, glaube ich, noch nicht gesehen. Na, wir haben kein kleines Auto gesehen, aber der Grund für unsere Verspätung für den Film zu dem Montauk Point Lighthouse Museum, wir gehen nicht ins Museum rein, das machen wir jetzt nicht. Die Verspätung ist leider, dass es einen schweren Unfall gab auf der Strecke und dann mussten wir ein bisschen durch die Hinterstraßen fahren. Und nachdem wir heute die tolle Option genutzt haben, das hier so wirklich live über Facebook zu streamen, ne? Können wir heute mal die Kamera rumdrehen und stellen uns mal vors Lighthouse. So, da seht ihr uns jetzt. Hier bin ich. Grüßt euch, hier ist der Olli. Oho. Ich versteck mich hinter dem Olli. Wo ist der Klaus? Da ist er da. Also jetzt habt ihr das, was wichtig ist zum Lighthouse. Ihr habt mich, ne, frisch rasiert mit meinen schönen Augen. Meine Frau, die Catherine, die freut sich. Bestimmt sind die Augen ein wenig müde, nachdem wir heute früh so früh dran waren. Dann habt ihr einen Klaus und dann natürlich das Wichtigste, das Lighthouse hinter uns. Und jetzt, da kommen ein paar Meter vor. Jetzt da machen wir uns für euch auf einen kleinen Spaziergang und hoffen natürlich, dass die Verbindung passt, denn ganz vorhin habe ich es erzählt am Anfang, es gibt hier kein Cellphone-Network. Nein. Ist ja Wahnsinn, gell? Haben wir leider nicht gefunden. Also das ist sowas hier in Amerika echt noch gibt, deswegen nennen sie ja das, das Ende der Welt. So, die Kamera wird umgedreht und wir zeigen euch, wie ihr laufen müsst, um zum richtig coolen Strand zu kommen. Und wir hoffen natürlich, dass wir euch nicht verlieren. Hier kann man auch Heliflights machen in New York City. Da wäre es Wings Air Helicopters. Hier, da gibt es die Montauk Helicopters.
Und die bringen euch hier raus und dann könnt ihr mit dem Heli fliegen. Und bei diesen Heliflügen kann man teilweise sogar Whale-Watching gehen. Denn hier vor der Küste von Montauk hoch bis Cape Cod, da gibt es die Northern Humpback Whales. Und da gibt es einen Unterschied. Es gibt die Northern Humpback Whales und es gibt die Southern Humpback Whales. Als ich in Tonga gelebt habe, auf den Hapai-Inseln, und das ist jetzt keine Geschichte, ne, das ist wirklich so, da war ich Whale-Watching-Guide und da war ich bei Happy Hapai Divers und da waren wir natürlich auch zum Whale-Watchen, aber das mit Boot, und wenn wir einen Wal gesehen haben, sind wir ins Wasser gesprungen und hingeschwommen. War cool. Wir machen uns durchs Gebüsch. Wo ein Wille ist, ist auch ein Gebüsch, oder? Wo ein Wille ist, ist ein Socken. Und machen uns zum Strand. Servus Britta, servus Claudia. Jetzt, nachdem wir hier durchs Gebüsch laufen, schreibt kurz ein paar Kommentare rein. Danke für die Spende, Stefan. Die kam an, freut mich. Servus Thomas, schreibt kurz ein paar Kommentare rein. Oder mit Fragen könnt ihr euch jetzt an uns wenden, denn der Spaziergang durchs Gebüsch runter zum Strand, den kann ich nutzen, um auf den Bildschirm zu schauen. Wer jetzt sagt, oh, das reicht mir von dem Livestream, ne, da brauche ich nicht mehr, der verpasst was, denn in Kürze sind wir an einem schönen Strand, da sind sie gerade am Arbeiten, hoffen wir mal, dass wir runterkommen, und da haben wir nochmal einen Megablick auf das Lighthouse. Und dann packen wir euch ein ins Auto und nehmen euch mit bis runter zum, oh, da kommen wir nicht hin, ne? Aber den Blick vom Strand kriegen wir hin. Dann nehmen wir euch mit bis nach Montauk. So, da draußen sind einige Boote. Hier ist ein richtig geiler... Good, how are you, man? What are you building? Oh, die machen eine Shoreline Rock Stabilization. Also, die bringen neue Steine her. Thank you, man. Good luck. You too. Die bringen hier neue Steine her und bauen quasi, pieps, neue Wellenbrecher. Und hier ist jetzt eine dieser wunderschönen Strände, der nichts kostet. Ja, bis auf den Parkplatz. Was haben wir gezahlt für den Parkplatz, Klaus? $8 für den Parkplatz. Genau, also die $8 machen wir auf die große Rechnung noch drauf. Damit kommen wir heute auf 600 Kilometer Autofahren und Ausgaben bei mir bei $300. Wie gesagt, $80 pro Kind am Tag. Ich sage das nicht, dass ihr mir Geld gebt. Ich sage das, weil es so ist. Und dass ihr versteht, dass zum Beispiel auch meine Tourpreise die Tourpreise sind, die sie sind. So schaut's aus. So, cooler Strand. Nachdem es hier immer wieder fleißige Stürme gibt, ist es so, dass das Meer sich immer mehr von dieser Küste holt. Und dementsprechend muss man eben so eine Stabilization machen. Jetzt gehen wir mal hier drüber über die Steine. Du, wir bauen jetzt gerade um bei uns. Ich glaube, ich hole mir da ein paar Steine. Da sind ein paar sehr schöne Steine dabei. Ja, und dann drehen wir uns jetzt schon mal rum. Da schaut das Lighthouse. Sieht es nicht toll aus? Ich meine, selbst wenn jetzt da der Bagger ist und der Zaun ist, es ist cool. Sehr schön. Du hast den Koffer schon gepackt. Oh nee. Aber dann musstest du absagen. Traurig, traurig. Ja, die Grenzen sind weiterhin zu, ne? Und ich habe das letzte Nacht nochmal komplett durchgelesen. Ich glaube, auch von Holland sind sie komplett zu. Aber wer weiß, vielleicht weiß da der eine oder andere ein bisschen mehr. Schauen wir mal aufs Meer. Und dann schauen wir mal, ob vielleicht ein Wal hier hochspringt oder vorbeischwimmt. Denn manchmal hat man wirklich Glück, da ist der Angler. Und wäre jetzt nicht hier die Bauarbeiten, Klaus, wären jetzt nicht hier die Bauarbeiten, da kann man bei Low Tide, also wenn hier das Wasser niedrig ist, Ebbe ist, kann man hier über die Felsen klettern. Und das ist eine ganz eine tolle Sache. Der Mensch, schaut euch das an. Da macht man sich hier über die Felsen, da bleibt man auf der anderen Seite vom Zaun und kann einmal um das Lighthouse rumlaufen. Ist schon cool. Da haben sie also wirklich ein paar große Steine in das Wasser geworfen. Nein, das sind mega große Steine hier im Wasser drin.
Ja, es sieht so toll aus. Vor allem zum Sonnenuntergang, zum Sonnenaufgang ist es eine Wahnsinnssache. Da haben wir nochmal das Meer und dann diese tolle, tolle Küste. Und jetzt jetzt kriegt man nasse Füße, ne? Ne, jetzt darf der Klaus mal kurz die Kamera halten. Und ich zeige euch, wie ich ein Bild mache. So, halt's ja. Oh, der hält sich auf die Steine. So, ich gebe dem Klaus Mikro, ne? Weil ich brauche jetzt nicht reden. Der Olli macht jetzt ein paar Bilder, die er dann später einstellt und den Olli Day Tour Club Members zur Verfügung stellt. Die sind immer sehr gut mit der Kamera. Die Wellen hier sind nicht arg hoch und liegt auch ein bisschen was aussieht wie Schmutz auf dem Wasser. Und was wir hier draußen sehen, sind Boote, die am Angeln sind. Die Fische kommen also relativ nahe an die Küste. Und die versuchen sich alle das Nachtessen einzuholen hier. So, super Klaus, ich habe ein paar Bilder gemacht. Ich gebe dir wieder die Kamera. Ne? Und jetzt machen wir uns zurück, nachdem hier diese Baustelle ist und der Blick einfach mit Baustelle und fahren, wenn ihr Lust habt, nach Montag und da schauen wir mal, ob wir das Memory Motel finden. Wenn das Handy bis dahin schön kühl bleibt, bedeutet es, dass ihr weiterhin online mit dabei seid. Ne? Also da schauen wir einfach, dass wir es hinkriegen. Jetzt gehen wir hier erstmal über die großen Felsen wieder drüber. Genau, schau auf den Weg, Klaus, nicht, dass dich... Da muss ich schwer aufpassen. Meine Balance hat ein bisschen nachgelassen. Ja gut, das war, weil du heute früh zum Frühstück zwei Schnaps getrunken hast. Das kann natürlich auch sein. Nein, er hat einen doppelten Espresso hat er getrunken. Wer sich jetzt das erste Mal so dazuschaltet bei uns, bei Holiday Tours, schaut rein, was wir heute früh gemacht haben. Da waren wir nämlich direkt auf dem Abfahrtsweg und danke für die Spende, sie kam an, danke Marcel. Da waren wir heute früh auf dem Weg von unserer Nachbarschaft, der Worsting, und da war ein Schwarzbär bei uns im Garten, da ist der große Bagger und da ist der Bodo mit dem Bagger und er baggert noch. Na, da hat man einen großen Schwarzbären heute früh und das war wirklich ein Erlebnis, auch wenn er gehinkt hat. Und einen kleinen Film haben wir reingestellt. Wow. Das ist cool, oder? Wow. Thank you, guys. Da, schau an. Da darf sich der Klaus jetzt nice setzen. Ja, ein bisschen spazieren fahren. Cool, das haben sie jetzt extra für uns mal auf und zugemacht. Da. Wow. Klaus, stell dich mal dahin. Dann nach links. Links rüber. Genau, schau. Und jetzt geht's zu und jetzt packt er den Klaus seinen Kopf. Achtung! Packt deinen Kopf! Nein! Der packt die großen Steine. Der packt die großen Steine und da ist das große Gefährt, das hier arbeitet. Und hier hätten wir jetzt nicht unser ganzes Equipment dabei, dann wären wir jetzt nicht live gewesen, denn die Cellphone-Connection funktioniert hier nicht. Aber wir sind natürlich ausgerüstet, ausgestattet mit dem besten Equipment und dementsprechend haben wir das hinbekommen. Yay! An der Stelle viele liebe Grüße an Stadtführung New York, den Stefan, an Loving New York, den Steffen, an den Pascal von Meine Stadt New York. Dann sind wir beim New York City Livestream, da sind wir auch gerade live. Und je nachdem, wo ihr zuschaut, wird's geil. For everyone who is watching, who is English speaking, g'day, how are ya? My name is Ollie from Holiday Tours. I'm a certified New York City sightseeing guide, one of the highest rated guides in New York City and definitively the highest rated German speaking guide. And we're out here at the end of the world in Montag, at the Montag Lighthouse. Und nachdem es langweilig ist, davor zu schauen, danke, Helga. Kommen wir noch mal ins Bild.
So, as I said, my name is Ollie. We try to show you the best places in and around New York City, New York State, New Jersey in a couple of weeks. In ein paar Wochen, da machen wir uns, nicht der Klaus und ich, sondern da geht meine Frau mit und Freundin. Und es ist die gleiche, also meine Frau ist meine Freundin, nicht die Catherine. Und unsere Kinder, und wir machen uns in das Hard Rock Café nach Atlantic City. Und da sind wir dann quasi nächste Woche Freitag. Mal schauen, wo es uns am kommenden Montag hin verschlägt. Denn wir schauen ja meist, dass wir montags für euch live sein können. Aber ja, so manchmal die letzten Wochen, da hatten wir Sommercamp, ne? Da war es ein wenig schwierig. Klaus, hast du auch ein wenig Sommercamp gemacht? Ich habe Sommercamp mit meinem Enkelkind gemacht, ja. Wir zwei haben Sommercamp gemacht. Genau, der Alexander, wie alt ist der? Der Alexander wird morgen 10 Monate alt. Wow! Und du hast heute früh gesagt, Klaus, du bist bei dem Swim Across the Lake mit dem Paddelboot gefahren. Mit dem Kajak. Oh. Da schwimmen die Kinder bei uns über den See und wieder zurück. Ja. Und in den ganzen Jahren, wo ich jetzt am See wohne, war ich da zum ersten Mal dabei. Ja, cool. Habe mich nicht getraut zu schwimmen, aber mit dem Kajak ging es also recht gut. Ja, ich glaube, das sind so um die 800 Meter, gell, die man da schwimmt so durch den See. So. Ein Weg, ja. Das, und da war eine junge Dame dabei, die hat es also so unheimlich schnell gemacht, ja, dass ich ganz schön am Paddeln war. Also ich habe auch mein Workout bekommen. Oh, da geht die Tür auf. Achtung. Wir schalten wieder um auf die andere Seite. So, da geht die Tür auf, aber wir dürfen da jetzt nicht reinlaufen. Nichtsdestotrotz kriegt er jetzt nochmal den Blick auf das Montauk Point Lighthouse. Das älteste Lighthouse in Amerika. Zurückgehend in die Zeit von dem George Washington. Also 1700, was war's? 97, als es dann fertig war, gell, haben ja, wir gesagt. 97 wurde das Licht angeschaltet. Also ist eine echt krasse Sache. Wir hatten vorhin schon ein Lighthouse gesehen. Das war das Lighthouse von Fire Island. Das war ganz cool. Und hier kann man noch ein paar andere Sachen machen. Man kann hier runtergehen an den Strand, da wo die gerade mit dem Hund und dem Kinderwagen herkommen. Scuba Diving darf man hier nicht gehen. Und dann haben wir da vorne dieses Visitor Center, das ist ganz cool. Da laufen wir jetzt nochmal vor und während wir vorlaufen, dürft ihr einfach nochmal den Blick hier auf das Lighthouse genießen. Ups, hi guys. So, da schau an. Da habt ihr nochmal das Lighthouse. Ich finde, das ist mit eines der schönsten Lighthouses hier in Amerika. Und ich bin ja auch so ein Lighthouse-Fan. Und für die, die erst später eingeschaltet haben, weit, weit draußen in der Ferne, da liegt sie, die Block Island, ne? Da sieht man Block Island, ja. Und es hat einen nördlichen Teil und einen südlichen Teil. Und da sind so, ja, die Reichen der Reichen unterwegs. Oh ja, da ist sehr schlecht, eine Unterkunft zu bekommen, wenn man da nicht monatelang, vielleicht sogar ein Jahr lang vorbucht. Genau, und günstig ist es auch nicht. Ich habe vorhin schon kurz gesagt, New York City ist kein günstiges Pflaster. Allgemein Amerika ist nicht wirklich günstig. Dieses Jahr vor allem, gerade jetzt im Sommer, die ganzen Regionen außerhalb von New York City, im Staat New York, in Casanova, an den Niagara-Fällen der amerikanischen Seite, in der Adirondacks, das ist im Norden, wo ein tolles Gebirge ist. Dann haben wir Lake Placid dort oben. An der Jersey Shore, hier draußen in Montauk, da ist es saumäßig teuer, eine Nacht zu bleiben. Also da mit Familie bist du $300, $400, $500 die Nacht los. New York City ist ein bisschen günstiger zurzeit, aber wenn denn dann die Grenzen übernächstes Jahr wieder aufmachen, wenn dann die Grenzen übermorgen wieder aufmachen, oh nee, wann machen sie auf, Klaus? Komm, gib du einen Tipp ab. Nicht vor nächstes Jahr. Also der Klaus sagt nicht vor nächstem Jahr. Von daher, Tanja, wird wohl nichts, ne? Aber wir verlieren die Hoffnung zuletzt. Das ist das Letzte, wo stirbt. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Genau, von daher warten wir mal ab, was sich tut. Hier haben wir jetzt noch ein paar coole Fahnen, da erzählen wir euch was dazu. Und dann steigen wir in die Holiday Tours Limousine und fahren mit euch in die Ortschaft Montauk.
Sollten wir euch ja verlieren, dann melden wir uns einfach nochmal aus Montag live. Da haben wir die amerikanische Fahne, die weht da oben. Und dann haben wir noch zwei weitere Fahnen. Und zwar, wer weiß, was die zwei weiteren Fahnen sind. Die schwarz-weiße Fahne. Das ist die Vietnam POW, Prisoner of War Fahne. Genau, also Prisoner of War Missing in Action ist ganz allgemein auch Veteranenfahne. Und dann die nächste, die Excelsior. Ist die Fahne vom Staat New York. Oh, apropos Excelsior. Und jetzt drehen wir nochmal rum. So, liebe Leute, wir müssen uns umdrehen, dass uns die Sonne anstrahlt. Ne? Ja. Apropos Excelsior. Hier in New York, da haben die Leute, die in New York State geimpft wurden, die Möglichkeit, den Excelsior Pass auf ihrem Handy runterzuladen. Und da sind dann die Impfdaten drin und da gibt es einen QR-Code. Wir in New Jersey, wir haben die Docket-App. In dieser Docket-App, da gibt man seine Informationen ein und dann bekommt man ein PDF mit einem offiziellen Impfnachweis. Und seit heute ist es so, in New York City, dass nur noch Vollgeimpfte zum Essen gehen können. Mir zwei. Indoors, richtig. Ja. Und zu Indoor-Aktivitäten. Ja. Also wir zwei dürfen? Wir dürfen da rein. Aber ich habe jetzt heute vom Olli gelernt, dass es den Electronic Pass überhaupt gibt. Ich habe noch ein Stück Papier in der Tasche mit einer Copy von meinem Impfpass. Das ehrlich sehr dürftig aussieht. Ich weiß nicht, ob mir das irgendjemand abnimmt. Nein, also es ist wirklich der Hammer. Die große Frage ist, nichtsdestotrotz, wenn wir jetzt zum Essen gehen würden und zeigen unser PDF, sagen die dann, I wanna see your papers. Fragen die nach einer ID? Ist die große Frage, ne? Wahrscheinlich, ja. Und ganz interessant an der Stelle noch, und da drehen wir wieder um, und dann setzen wir uns ins Auto. So, ganz interessant an der Stelle noch, New York City sind insgesamt so um die 70% von gut 8,3, 8,2, vielleicht sind es auch unter 8 Millionen Einwohner, weil viele sind weggezogen, sind einfach in den Staat hingefahren, der ihnen eventuell besser passt, sind um die 70% geimpft, aber von der Black Community sind es nur gut 25-30%, heißt 70% der farbigen Bevölkerung können nicht mehr Indoor essen gehen. Interessant, ne? So, hier George's Lighthouse Café. Sieht richtig cool aus da drin, ne? Sehr guter Blick auf den Long Island Sound. Auch von hier schon. Also na, das ist ein nettes Café und wir machen uns zum Auto, oder? Ja. Und fahren. So, nach Montag, am Montag. So, gehen wir vorbei, da steht Wegelius-Fee $8. $8 am Tag. Und wenn man über 62 ist und aus dem Staat New York ist, dann ist das Ganze kostenlos. Nachdem ich leider einen Führerschein habe, der vom Staat New Jersey ausgestellt ist, hat es uns heute leider nicht geholfen. Ja, aber Klaus, du bist doch nicht 62, oder? Du bist doch so 59. Ganz knapp drüber. Ganz knapp drüber. Es war letztens ganz lustig. Ich habe von Gästen die Anfrage für eine Tour bekommen und die haben geschrieben, Mensch, Olli, ach, da ist ein Spielplatz, ne? Cool. Aber den dürfen wir wieder nicht filmen mit den Kindern. Da drüben ist Auto. Da war ein Pärchen, die haben geschrieben, Mensch Olli, wir wollen auf eine Tour mit dir, wir sind super fit und wir sind 50 und 51, also, aber trotzdem sind wir fit. Habe ich mir gedacht, hey, ich bin 47, liebe Leute. Natürlich, ich renne die 5 Kilometer unter 20 Minuten, natürlich bin ich fit. Mit euch renne ich natürlich nicht so viel und nicht so schnell. Da machen wir uns langsam auf den Weg und kommen trotzdem vielleicht auf 30.000 Schritte, wie mit dem René letztens. So, da vorne ist das Auto. Wenn wir ins Auto kommen, dann darf der Klaus die Kamera halten und ich das Auto fahren. Und dann nehmen wir euch mit nach Montag. Hoffe, ihr bleibt dabei. So, es ist cool, ihr braucht mein Auto nicht abschließen, oder? Geh mal ein wenig näher, Klaus. Da, auf geht's. So, du setzt dich rein. Ich zeig dir noch einen Aff. Euch natürlich. Denen. Nein, euch. So.
Olli, der Tschüss Baby, mit mir seid ihr unterwegs. Und ich habe natürlich auch die Fahnen am Auto. Und wo ist der Aff? So, da ist der Aff. Nein, das ist der Klaus. Das ist der Aff. Genau. So, Klaus, du scheinst aus dem Fenster einfach so raus. Ne? Den Finger, den nehmen wir mal weg. Den brauchen wir nämlich nicht. Und jetzt sitze ich hier. Perfekt. So, der Klaus ist angeschnallt. Und jetzt machen wir die Lüftung hier an, sodass uns das Handy nicht zu heiß wird. Ich nehme ein bisschen, jetzt ist es vor allem ein bisschen gut warm geworden und vor allen Dingen überraschend luftfeucht hier. Ich habe also gedacht, dass hier ein viel stärkerer Wind geht. Aber wohl falsch gedacht. Ja. Da geht nämlich kaum ein Wind. Na, es geht kaum ein Wind. Wir machen ein bisschen die Fenster auf. Siehst du was auf dem Bildschirm, oder? Sind die Leute noch mit dabei? Sehe ich was? Ja, ein bisschen. Es ist ein bisschen dunkel. Es ist ein bisschen dunkel, lassen wir mal kurz schauen hier. Ja, super, ihr seid noch mit dabei, perfekt, so geht es, super gut. So, jetzt machen wir uns hier raus. Man darf hier nicht schnell fahren, das haben wir gerade gemerkt. Und jetzt fahren wir eben vom Ende der Welt zum Anfang des Endes der Welt. In die tolle Ortschaft Montag. Perfekt, so, und jetzt ist es angenehm. Wenn es dir zu kalt wird, sagst du Bescheid, Klaus, ne? So, perfekt, perfekt. Jetzt lehnt euch zurück, egal wo ihr sitzt. Wenn ihr im Auto sitzt, ne, dann fahrt ihr quasi mit uns. Ihr seid jetzt unsere Beifahrer und Mitfahrer. Und wenn ihr nach New York City kommt und am JFK landet oder an dem Newark Airport, dann habt ihr verschiedene Möglichkeiten, in die Stadt zu kommen. Bei diesen Möglichkeiten, da gibt es einen Shuttlebus von Newark. Der ist gut und günstig. Ihr könntet mit Bus und Pass Train für unter 5 Dollar in die Stadt fahren. Ihr habt die Möglichkeit, eventuell sogar direkt vom Flughafen aus eine Tour zu machen. Und da machen wir uns zu tollen Plätzen auf der Seite von New Jersey, gehen sogar noch einkaufen. Richtig toll. Die andere Möglichkeit ist, ihr landet an dem JFK Flughafen, dem John F. Kennedy Flughafen. Und da könnt ihr eigentlich mit der AirTrain und U-Bahn in die Stadt fahren. Bei der AirTrain nehmt euch das 10er-Ticket, wenn ihr auch wieder vom JFK-Flughafen losfahrt. Das ist günstiger als die Einzelfahrt, auf euch alle gerechnet. Und dann mit der U-Bahn ist ganz okay, aber mit Koffern eventuell nettes Ware. Beim Taxi, da gibt es eine Flatrate, die ist so um die 65, 70 Dollar. Aber der Taxifahrer, der schlägt dann auf einmal noch ein paar Dollar obendrauf. Und jetzt, Klaus, zeig mich auch einmal, ne? Ob man mich hier sehen kann. Yay, sieht man mich? Ja, da ist der Aff, ne? Da bin ich mit meinem T-Shirt. Also da gibt es die Möglichkeit, der Taxifahrer nimmt euch dann ganz viel Geld noch ab. Und ihr fahrt nur in die Stadt. Dann habe ich den Richard, meinen Fahrer. Supergeile Sache. Und zum anderen könnte man auch direkt eine Tour vom Flughafen machen. Yay! Und jetzt wieder auf die Straße, Klaus. Schauen wir mal, ob wir wegen Roadkill sehen, dass wir heute Abend was zum Essen haben. Denn es gibt hier viele Rehe, also Deer. Ne? Oh dear. Oh my dear. Und jetzt machen wir kurz die Fenster ein bisschen zu. Das Speedlimit, was ist das Speedlimit hier? Hab's nicht gesehen, aber. Wird schon passen. Das letzte, was ich gesehen habe, war 15, aber ich glaube inzwischen ist es höher. Weil 15 ist ein bisschen arg langsam. Ja, 15 mal 1,6. Oh, da vorne geht's. Es geht von 15 auf 55, ne? 55 mal 1,6, da kommen wir auf 80 oder so, gell? Ja. Und jetzt der Speedy Gonzales. State Speed Limit. An Straßen, die einen Doppelstreifen haben und außerhalb von Dörfern oder Städten liegen, darf man in New York State immer 55 fahren. Außer steht anders angeschrieben. Wenn nichts angeschrieben ist, darf man 55 fahren. Was für so eine Straße in der Verfassung auch schnell genug ist. Genau, also das ist eine ganz gute Sache, dass du es gesagt hast, denn ich bin immer langsamer unterwegs, wenn ich mit der Catherine irgendwo hinfahre. Dann sagt sie immer, du Olli, wir brauchen 3 Stunden, so lange hat sie es letzte Mal gebraucht und mir braucht man dann 3,5 oder 4 Stunden, weil ich halt schön entspannt deutsch langsam fahre.
Und kommt dann natürlich auch entspannt an, wenn ich da hindüse oder langsam fahre. Das Beste ist, dass man sich nicht von der Polizei erwischen lässt. Das ist wichtig. Aber auch dazu werden wir euch so einige Geschichten erzählen, bei wem es eventuell nicht so viel ausmacht, wenn er angehalten wird und zu schnell fährt. Denn da gibt es so einige Geschichten und deswegen habe ich auch viele Polizeiabzeichen im Auto. Ja, ja. Ich zeige die mal kurz. Die liegen hier in der Ecke. Ja, wir haben auch noch hier die bayerische Polizei an der Stelle. Stay safe, brother, ne? Und alle anderen Polizisten in Deutschland, auf der ganzen Welt, stay safe. Thanks for your service, sagen die Kinder immer. Und dann sagt der Polizist, thanks for your support. So, jetzt in Kürze haben wir es geschafft. Hier ist noch was Cooles, da gibt es eine Pferde-Range. Da kann der Klaus jetzt mal zeigen. Da werden wir ein wenig langsam fahren und machen uns einmal rein. Da könnt ihr nämlich Pferde reiten und das zeigen wir euch. Da halten wir noch mal kurz an. Das ist die Deep Hollow Range. Halt sie ein bisschen höher, Klaus. Oldest Cattle Range in the USA, 1658. So, das zeigen wir euch mal ganz kurz, weil das ist auf jeden Fall was.